Shalom Aleichem, seid begrüßt zu Yiddish Melbourne, Australien. Wir befinden sich im Zentrum von Stadt Melbourne und da befindet sich euch ein Stück von unser Yiddish Land. Da im Zentrum von Stadt, in dem Federation Platz, Federation Square, befindet sich die Radiostation, die ethnische Radiostation von 68 Sprachen, reingerechnet Mamaluschen Jiddisch, SBS Radio. Und das ist eine nationale Radiostation und Televisiestation für multikulturelle Bedingungen. Und wir haben durch euch ein Stück heilig und wir wollen heute reden. Und da befinden sich 68 Sprachen. Dort sehen wir Präsentierer von OCD, eingerechnet versteht sich meine Kleinigkeit und jetzt ein bisschen wegen welche Sprachen sind denn da in dem Center und in der Radiostation. A bissl Regen, a ruhig Gott, den Kopf zu legen, a wie gesinnt, denn men glücklich sein. A Schuch, a Sock, a Kleid und Lattes, ein Käschene, a drei, vier Slattes, a wie gesinnt, denn men glücklich sein. Die Luft ist frei, war jeden gleich. Die Sonne, sie scheint vor jedem einem Orem oder reich, 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 reich. A bissl Freude, a bissl Lachen, amol mit Freien, a Schnäpsel machen, a wie gesinnt, kann man glücklich sein. Eine sucht a Schiris, eine sucht Gewirris, eine men die ganze Welt. Einer meint das ganze Glied, hängt nur auf in Geld. Sollen alle suchen, sollen alle kriechen, nur ich tracht bei mir. Ich darf das auf Kapores, weil das Glück steht bei mir. Nun, ihr habt schon gesehen, dort wie wir arbeiten, wie wir greifen zu die Programme. Und jetzt zu den Studios. Da haben wir die Studios, eine von den 7 Studios von der Radiostation. Und wie gewöhnlich 40 Asach Machshirim zu tun mit da Radio geben die 68 Sprachen über seine Programme. Zwischen anderen versteht sich der jüdische Programm. Und das haben wir zweimal in der Woche, am Mittwoch und am Sonntag. Mittwoch 3er-Seiger, Sonntag 12er-Seiger. Uns kann gehört werden, versteht sich über der Welt, wie es 40 heint. Umetum läuft der Internet www.sbs.com.au, Archiv Streifel und Jiddisch. Und dort könnt ihr gefunden ständig die letzte Audizie, wie euch Auszugen Fragmenten von früherigen Audizies. SBS Radio gibt schon über Programmen mehr wie 35 Jahre. Es hat sich angehäuben in 1975 in einem sehr kleinen, poschierten Studio, nicht weit von dannen, vom Zentrum von Stadt. Und Jiddisch ist gewähnt zwischen den ersten 8 Sprachen. Wir haben gehabt damals 84 mehr halbschuldige Programme. Über die Jahre hat sich das geändert. Wenn man sich von den letzten 35 Jahren sind durchgegangen über die Radio Chvalies, Asach, talentierte, feine, jüdische Präsentierer und leider
sind mir geblieben bei zwei. Ich bin einer von die. Der zweite, welcher geht immer noch, ist Michael Silbermann. Und wir haben es gesagt, drei. Die dritte ist Bobby Sore Silbermann, einmal Getz Off. New Yorker gedenken ihr euch sehr gut von frühen Zeiten. Und sei geben noch über ein Programm, eine halbe Show in Jiddisch, auf an ethnische, merkilische Station, was heißt 3ZZZ. Und sei können euch gefunden auf der Internet. Aber da in SBS Radio ist eine malochische Station fundiert, subsidiert durch der föderale Regierung. Und da sind geblieben die zwei Programme, Mittwoch und Sonntag. Da, auf SBS Radio, führen wir ein Stück, wie man sagt, Tätigkeit von unserer Größer Jerusche. Und in Melbourne, da, haben wir euch eine eigene Jerusche, Programmierer, Präsentierer und so weiter. Eine Sache von Seisen ist leider schon weg in der Reibigkeit, oder wir haben euch ein Archiv von seinen Programmen, von seinen Stimmen und seinen Mi und Arbeit und Talenten. Und euch die Gäste, welche sind gekommen in Australien über die Jahre, besucht da und gerät zu dem jiddisch redenden Eulen. Nun, lassen wir sich nehmen zum Programm. Shalom und Shalom Aleichem. Seid begrüßt zum heutigen Programm über ganz Australien und über der Welt durch der Internet. Alex Daffner begrüßt euch beim Mikrofon. Und wir hoffen, dass wir treffen euch alle in einem guten, gesunden Zustand und in einer ruhiger, gemütlicher Stimmung. Die Zuhörer, die seinen leider nicht gesund heint, nicht fürs Bedarf zu sein, schicken mir euch über die Radio Qualies wie Tumit ein herziger Fuhrschleime. Werd gesund und bleib gesund. In dem Programm heint wollen wir hören dem neues Bulletin wegen die letzten Ideen von Tag und euch dem wöchentlichen Bericht von Adam Grusman von Jerusalem. Später in dem Programm heint und damit, liebe Zuhörer, schließen wir unser Programm. Wir demanden euch, als ihr könnt euch zuhören auf der Internet auf www.sbs.com.au Archiv Streichel, Jiddisch. Und bis wir hören sich wieder über Radio Qualies dem kommenden Sonntag, bleibt gesund und all das Gute.